Und wenn ich mir das ganze Thema Private Cloud, Public Cloud, Multi Cloud, Hybrid Cloud angucke, dann steckt da, glaube ich, auch ganz, ganz viel Marketing dahinter. Und das ist die Herausforderung für viele unserer Kunden, dass sie sich zwischen all diesen Marketingnamen nachher auch gar nicht so wirklich zurechtfinden. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück beim IT-Haus IT Talk. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es rund um das Thema Cloud Services. Gerade in Zeiten von Souveränitätsfragen und IT-Sicherheit stellen sich viele unserer Kunden die Frage um den richtigen Cloud-Anbieter. Unser Partner IONOS, den man auch aus dem Hosting-Umfeld ganz gut kennt, ist seit Jahren auch erfolgreicher Infrastructure-as-a-Service-Anbieter. Und deshalb haben wir ihn heute zu Gast in unserem Videopodcast. Nämlich in Form von Tim Katali, Head of Channel and Agency Sales bei IONOS, gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Zimmermann, Manager Core and Hybrid Infrastructure bei IT House, sprechen wir heute über die Vor- und Nachteile von Hyperscalern und warum der Mittelstandsweg eher eine Mittelstandscloud ist. Viel Spaß beim Reinhören und bis bald! Ja, vielen lieben Dank, Joanne. Ich habe heute Tim Katali bei mir, seit 2020 Head of Channel and Agency Sales bei der IONOS. Und gemeinsam diskutieren wir heute unter dem Titel Hyperscaler versus Mittelstandscloud darüber, was IONOS für den Mittelstandskunden tun kann. Hallo Tim. Hi Marc, freut mich da zu sein. Immer wieder gerne bei euch hier. Ich freue mich auf die Folge. Ja, uns verbindet ja schon eine ganz schön lange Geschichte. Mhm. Du hast uns schon 20 Jahre vorher begleitet, fast so lange wie es die IT-Haus gibt, deswegen umso schöner. Die IT ist wie so eine kleine Familie. Ein kleines Dorf. Man sieht sich immer wieder. Tim, damit wir vom Gleichen sprechen, möchte ich gerne damit starten, was verstehst du überhaupt unter Cloud? Also die Definitionen sind ja da sehr weitreichend. Wie hat ein ehemaliger Kollege von mir mal gesagt, Cloud ist ja eigentlich nur ein Server, der woanders steht und optional mit einem deutschen Schäferhund, der das Rechenzentrum von außen bewacht. Also das ist so allgemeingültig, kann man sagen, ja, passt, hat er Nagel auf den Kopf getroffen. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man entsprechend Workloads oder Datenverarbeitung, Datenspeicherung entsprechend bei einem Cloud-Anbieter macht. Ja, das heißt, dass man aus der eigenen On-Prem-Umgebung seine Workloads in andere Hände gibt. Und wie du weißt, gibt es ja unterschiedliche Definitionen, wie man Cloud-Services eingruppieren kann. Zum einen gibt es ja dieses bekannte Pizza-Modell, ja, wo man so veranschaulicht von, ich backe mir meine Pizza zu Hause mit allem, was ich brauche, mit Strom, Backofen und den ganzen Zutaten und inklusive nachher den Tisch und Stühle und alles, was man braucht, um eine Pizza zu essen, bis nachher hin, ich gehe mit meiner Frau ins Restaurant und kriege da alles auf den Teller serviert und muss die Pizza dann nur noch essen. Also das ist so der Gedanke dahinter. Und in der Definition spricht man dann zum einen, also wenn man das Zuhause-Backen nimmt als On-Prem, ja, das heißt, man macht alles zu Hause, bis nachher man konsumiert, da ist es dann SaaS, also Software as a Service. Und dazwischen gibt es nochmal zwei Varianten. Einmal die Infrastructure as a Service, ja, wo man dann, sag ich mal, die Kerninfrastruktur liefert und dann entsprechend noch PaaS, ja, Plattform as a Service. Und ich glaube, das ist so eine allgemeingültige Beschreibung, welche Wertschöpfungsstufen es gibt. Und dann gibt es ja noch die andere Definition, welche Cloud-Typen gibt es. Ja, da unterscheidet man dann eher technologisch. Da spricht man dann von Public Cloud, Private Cloud, Multicloud und Hybrid Cloud, ja, die sich ja dann in der Art und Weise unterscheiden. Und sagen wir mal, das sind die Arten, wie man die Cloud entsprechend unterscheiden kann. Ja. Und dann weißt du selber aus der eigenen Praxis, also auch dein privates iPhone oder was auch immer, speichert Daten in der Cloud, das ist auch schon eine Cloud. Ja. Aber auch so, wie ihr als Dienstleister dann zum Beispiel eine spezialisierte Branchensoftware-Kunden individuell bei uns dann in der IONOS-Infrastruktur hostet, ist auch Cloud. Ja. Von dem her gibt es da von bis alles. Und es gibt von, ich logge mich ein und konsumiere, bis ich muss hochkomplexe Projekte definieren. Ja. Sehr cool. Das hilft mir in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil es nochmal auf dieses Shared Responsibility Modell eingeht und ganz klar auch zeigt, wenn ich das mit dem Restaurantbesuch und der Pizza vergleiche, ist es mehr als nur, ich kaufe irgendwas, sondern ich gebe auch einen Teil der Verantwortung ab. Ich gebe auch einen Teil des Services nach außen und ja. Erwarte dann auch eine gewisse Qualität. Korrekt. Ja, und wenn ich mir das ganze Thema Private Cloud, Public Cloud, Multi Cloud, Hybrid Cloud angucke, dann steckt da, glaube ich, auch ganz, ganz viel Marketing dahinter. Und
das ist die Herausforderung für viele unserer Kunden, dass sie sich zwischen all diesen Marketingnamen nachher auch gar nicht so wirklich zurechtfinden. Ja, ja. Wenn wir uns das Thema der verschiedenen Cloud-Ansätze und auch das Thema der Multicloud, Hybrid Cloud, Public Cloud, Private Cloud angucken, wo sieht sie sich da in Ihren aus? Also wenn man es erstmal anschaut in der Wertschöpfungsstufe, dann positionieren wir uns ganz klar als Infrastructure as a Service Anbieter plus PaaS, also Plattform as a Service. Das heißt, wir haben wirklich unsere Kernkompetenz, dass wir die Infrastruktur liefern. Bedeutet wirklich von Internetanbindungen, Backbones, die Rechenzentren, alles, was man braucht, um dann nachher die physischen Server, um dann auch virtualisiert Serverinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Das ist unsere Kernkompetenz. Das Ganze reichern wir an mit spezifischen PaaS-Services. Das heißt, da kommen noch Managed Kubernetes als Beispiel, da kommen unterschiedliche Database-as-a-Services dazu, da kommen diverse Module in Big Data. Ja, das heißt, wir gucken uns wirklich an, was macht für unseren Markt Sinn, ja, und welche Services wollen wir anbieten, welche Services können wir selber anbieten, um sie dann auf die Plattform zu bringen, beziehungsweise haben wir auch eine sehr starke Partnerkooperation. Ja, das heißt, unsere Strategie ist wirklich, wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft, veredeln das, was wir können, und den Rest reichern wir dann entsprechend an mit unserem Partner-Ecosystem. Ja, und wir werden, glaube ich, nachher auch in der Diskussion so ein bisschen Unterschiede zu den Hyperscalern und wo positionieren wir uns im Markt. Ja. Und da ist bei uns ganz klar in der Strategie, dass wir entsprechend Partner auf der Reise da mitnehmen und auch brauchen, um für den Endkunden die perfekte Lösung zu kreieren. Und da habt ihr auch einen ganz guten Feedback-Loop zu Kunden und Partnern installiert, um auf die richtigen Pferde zu setzen, weil am Ende des Tages ist die IT sehr, sehr breit. Correct. Und ich glaube, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, die man angehen kann. Wie macht ihr das heute? Wie gesagt, also ganz stark über Partner, ne? Also dass wir das Feedback über Partner bekommen, was brauchen wir an Features, wo müssen wir priorisieren, und wie bei allen sind natürlich unsere Ressourcen auch limitiert, ja? Und man muss dann entscheiden, wo macht es Sinn, entsprechend zu investieren und in welcher Reihenfolge bringen wir was raus. Ja, und da ist natürlich das Sprachrohr mit den Partnern natürlich in den Markt rein auch ganz wichtig, und da seid ihr ja auch einer der Teilnehmer, die da ja regelmäßig mit Feedback kommen, ne? Und sagen hier, wir brauchen Folgendes, könnt ihr das nicht mal priorisieren? Ja, und dann ist es wie in jedem anderen Unternehmen auch. Man macht einen Business Case auf und priorisiert dann die Dinge, die man als erstes braucht. Ja. Jetzt ist das Thema Cloud ja kein neues. Also ist, wenn man mit den alten Hasen in der Branche redet, dann sagen die, okay, wir haben schon vor 20 Jahren ja, von Outsourcing gesprochen, dann kam das Thema Mainframe, dann kam die NIC. Jetzt gerade ist das Thema Cloud durch SAP wieder in aller Munde. Was ist dann der USP von IONOS? Warum IONOS? Warum nicht Azure AWS oder Google? Ja, also gehen wir generell ein in sag ich mal, die Unterschiede Hyperscaler zu einer Mittelstands-Cloud, wie ihr das bezeichnet, oder wir titulieren uns auch gerne als Superscaler. Mhm. Also einfach mal, um die Definition in den Raum zu schmeißen. Hyperscaler, wir kennen die drei, ja, sind globale Unternehmen, die haben, sag ich mal, abartig viel Geld in die Investitionen, in Data Center, in Entwicklung, in Mitarbeiter reingesteckt, und die sind logischerweise Stand heute allen europäischen und auch deutschen Cloud-Anbietern weit voraus. Ja, das ist technologisch eigentlich nicht mehr aufzuholen. Ja, das heißt, die haben da wirklich eine Marktdominanz auf globaler Ebene. Und wir als IONOS sehen uns da ganz klar im deutschen bzw. im europäischen Markt, dass wir uns auf Platz 4 langfristig etablieren. Also unser Anspruch ist wirklich, der europäische Cloud-Anbieter zu sein. Ja, das ist der Anspruch, den wir da entsprechend haben. Und ich glaube, dafür sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wie du weißt, sind wir ja zwischenzeitlich mit der IONOS-Gruppe an die Börse gegangen. Wir machen so mittlerweile so zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro Umsatz, hochprofitables Unternehmen. Ja. Haben natürlich ein sehr großes Standbein aus unserem Domain- und Webhosting-Geschäft, mhm, was uns wieder hilft, natürlich im Cloud-Markt Fuß zu fassen und das Geld entsprechend auch in Cloud reinvestieren zu können. Ja, also man muss ja den Financial Background ja mitbringen können, um sowas zu machen. Also da ist der Konzern definitiv sehr gut aufgestellt. Zwischenzeitlich haben wir über 4.000 Mitarbeiter. Na, das heißt schon eine nennenswerte Größe. Per Definition würde man sagen, ja, ist noch Mittelstand, ja, von den Anzahl der Mitarbeitern her. Aber wir trauen uns das durchaus zu, da in den nächsten Jahren, wie gesagt, Platz 4 hinter den Hyperscalern einzunehmen. Ja, das ist der Anspruch. Und man muss ganz klar sagen, die Hyperscaler investieren wirklich Milliarden. Ja. Klar können wir auf dem Scale nicht. Also da fließen dann mal Hunderte von Millionen rein, vielleicht irgendwann mal auch eine Milliarde. Ja, aber das sind ganz andere Verhältnisse. Also das muss man ganz klar sagen. Wo ist der USP für IONOS oder wo ist der Sweet Spot? Das ist ganz klar in der Regionalität. Ja, und ich glaube, wir haben alle als deutsche oder auch als europäische Unternehmen die Verantwortung, die IT bei uns
auf dem Kontinent entsprechend auch zu fördern und weiterzuentwickeln und uns nicht in Abhängigkeiten zu geben. Ja, ich meine, man hat es ja jetzt durch bestimmte politische Ereignisse gesehen, wie schnell man von anderen abhängig ist. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir uns langfristig auch technologisch nicht abhängig machen. Also klar, in manchen Dingen sind wir als deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen schon abgehängt und ohne die Technologie von amerikanischen oder asiatischen Firmen würde es auch nicht mehr funktionieren. Aber wir müssen schon gucken, dass wir entsprechend auch in Europa eine gewisse Souveränität halt auch bewahren. Und ich glaube, da haben wir einen ganz großen Anteil dran. Ja. Und das ist, sag ich mal, das, was uns positiv stimmt. Und wir sehen auch, dass es vor allem in Deutschland und vor allem auch im Public Sector, der sich ja sehr lange gegen Cloud ja gewehrt hat, weil sie sagt, oh, Cloud, Teufelszeug, ja, brauche ich nicht, können wir nicht, dürfen wir nicht. Da sehen wir momentan einen ganz starken Wandel. Ja, natürlich war es auch bedingt durch Corona, ja, dass da Dinge einfach haben schneller kommen müssen, wie ursprünglich geplant. Da sind einige auch wach geworden. Aber sie merken auch grundsätzlich den Need, Fachverfahren und Dinge zu digitalisieren. Und das Ganze gepaart natürlich mit Fachkräftemangel auch, ja, der grundsätzlich in der IT gilt. Ja, aber ich denke, im öffentlichen Bereich natürlich noch viel schwieriger ist, weil es gibt Tariflöhne, die man zahlen muss und weiß selber, was in der IT bezahlt wird. Und sobald einer irgendwie nur Cloud schreiben kann oder IT schreiben kann, dann wandert er in die Wirtschaft ab. Und ich glaube, die haben wirklich einen schweren Stand da. Und ich glaube, da können dann natürlich wir als deutscher Cloud-Anbieter auch ganz stark helfen. Und das ist auch, sag ich mal, einer der Sweet Spots, die wir auch haben, ist ganz klar Public Sector, zusammen natürlich mit ein paar regulierten Märkten. Na, das heißt, wenn man da reinschaut, Ärzte oder Notare, Krankenhäuser, also der ganze Healthcare-Bereich, also überall da, wo auch mit sensiblen Daten gearbeitet wird, da fühlen wir uns zu Hause, ja, weil wir einfach ein deutsches Unternehmen sind, nach deutschem Recht, ja, und dann sag ich mal, auch keine Probleme mit Datenschutz und solchen Themen haben. Und das ist wirklich unser Markt und da, wo wir stark wachsen. Ne? Ja, der War for Talents ist real. Also ja. Das kriegen wir, glaube ich, jeden Tag mit. Und die Hilfeschreie unserer Kunden werden auch immer lauter. Aber gerade der Public Sector ist ja ein unglaublich spannender, der, glaube ich, 2020, 2021 einmal komplett links gemacht wurde. Und Jonas engagiert sich da ja auch in allen möglichen Gremien, in der Gaia-X-Stiftung, beim BSI. Erzähl doch mal, wie läuft das da ab? Wo seid ihr da überall mit drin und was hat das für eine Auswirkung auf euer Geschäft? Ja, es ist so, dass wir tatsächlich in, ich glaube, mittlerweile 7 Gaia-X-Projekten engagiert sind. Das ist ordentlich. Wir haben mittlerweile natürlich eine eigene Business-Unit dafür aufbauen müssen, ja, um diese Projekte natürlich auch bedienen zu können. Grundsätzlich ist es so, dass in den meisten Projekten, in denen wir beteiligt sind, logischerweise zum einen natürlich die Infrastruktur stellen, ja, aber auch sehr stark mit Know-how entsprechend beitragen. Ja. Weil von diesen ca. 4.000 Mitarbeitern, die wir in der Gruppe haben, kannst du sagen, sind wahrscheinlich 1.500 wirklich sehr tief in der Technik auch drin, also sind technische Mitarbeiter. Das heißt, ich glaube, im Konzern haben wir da sehr viel Kompetenz und helfen da entsprechend auch mit der Kompetenz und mit dem Know-how, da diese Projekte auch zu treiben. Und ich meine, Gaia-X wurde auch lang diskutiert, für und wieder. Ja, ich meine, da kann man, glaube ich, einen eigenen Podcast zu dem Thema machen. Ja, aber uns hilft es natürlich, sagen wir, technologische Dinge zu treiben, gewisse Standards zu definieren, auch sehr stark mit Partnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, weil wir sehen, dass in diesen Konsortien, in denen wir zusammenarbeiten, sind teilweise bestehende Partner drin, aber auch neue Partnerschaften dadurch entstanden. Ja, also es hilft uns da wirklich auch, schneller zu skalieren und natürlich das Ganze entsprechend staatlich gefördert, hilft dann natürlich auch, um da entsprechend diese Technologie weiterzutreiben. Ja. Und ich denke, wir werden sicherlich im Laufe des Talks auch ein bisschen über KI reden. Ja. Also es gibt ja auch ein OpenGTPX-Projekt, bei dem wir ja auch beteiligt sind, ja, wo es darum geht, entsprechend Sprache, also KI-Sprachmodule da zu entwickeln. Ja. Und das sind halt auch alles hochspannende Themen. Und ich glaube, für uns in Deutschland und in Europa wichtig auch, sag ich mal, wie ich vorher schon gesagt habe, eine gewisse Souveränität zu wahren, ne? Und uns da nicht abhängen zu lassen. Vielleicht sprechen wir einfach darüber, wo Ionos nicht drin ist. Dann wird der Podcast wesentlich kürzer. Ja, ich glaube, da gibt es schon einige. Ja gut, in Gaia-X relativ stark, ja, aber es gibt auch einige Themen, in denen wir noch nicht drin sind. Wie gesagt, Abgrenzung hier zwischen Hyperscalern und uns oder anderen deutschen oder europäischen Anbietern. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Microservices, die wir selber gar nicht liefern können. Ja, also das ist, sag ich mal, vielleicht ein gewisser Nachteil, den wir haben, aber auf der anderen Seite sehe ich es auch als Vorteil. Ja, weil wenn man da die Abgrenzung nimmt zu den Hyperscalern, die können viel,
aber erwarten auch viel, beziehungsweise der Anspruch ist relativ hoch. Mhm. Ja. Das heißt, es sind relativ hohe Barrieren, um da reinzukommen. Man muss technisch sehr weit sein. Man muss sich durch diesen Dschungel der Services und Produkte erstmal durchschlagen. Ja, und ich habe mal versucht, irgendwie unsere Projekte gegen Hyperscaler auch irgendwie zu vergleichen und sag ich mal, auch so ein Dschungel an Möglichkeiten. Ja. Und gefühlt muss erstmal ein Studium haben, um überhaupt erstmal einen Preis zu kalkulieren. Ja, und ich glaube, das ist für uns ein Wettbewerbsvorteil, ja, mhm. weil du auch sagst, Mittelstandscloud oder auch gerne niedriger. Also Mittelstand ist wahrscheinlich deine Definition jetzt wir als Unternehmen. Naja, aber sage ich mal, die Zielkunden, die wir adressieren, sind natürlich auch zum einen Mittelstand, aber es ist auch der Soho-Bereich oder der SMB und Public ist sowieso klar. Ja. Und da ist es wirklich so, dass es einfach ist, in die Cloud reinzukommen bei uns, weil die Eintrittsbarrieren niedrig sind. Ja. Klar muss man eine gewisse IT-Kompetenz mitbringen, aber man muss nicht hochgradig zertifiziert sein. Ja. Das ist wirklich... Man prägt auch so irgendwie IT für ITler oder von ITler für ITler. Ja, das heißt, da haben wir dann entsprechend die, wie gesagt, niedrige Einstiegshürden und wir versuchen halt, sag ich mal, diese fehlenden Microservices, die wir halt nicht haben, entsprechend über das Partnersystem abzubilden. Ja, und da braucht man auch nicht alles. Ja, und was dann, glaube ich, auch ein Riesenvorteil ist, zu den Hyperscalern ist, dass man sich nicht in eine Abhängigkeit begibt. Ja, man redet immer von diesem bekannten Vendor-Lock. Ja, das heißt, wenn man einmal seine Infrastruktur bei einem der Hyperscaler aufgebaut hat und sich all diese Microservices auch bedient hat, da kommst du sehr schwer bis gar nicht mehr raus. Mhm. Ja, was, sag ich mal, auch eine gewisse Hemmnis gegenüber der Cloud halt natürlich auch mit sich bringt, weil wir haben darüber gesprochen, Souveränität wahren und will ich meine Abhängigkeit so weit nehmen. Ja? Und ich glaube, das ist auch für euch als IT-Dienstleister ein Riesenvorteil zu sagen, hey, ich setze da auch auf einen Anbieter, wo ich mich nicht in die vollständige Abhängigkeit gebe, wo ich eine eigene Wertschöpfung noch beitragen kann. Ja? Und sollte, was ich nicht glaube, ist irgendwann mal mit einer IONOS nicht mehr funktionieren, ja? Gibt es dann immer noch einen Weg raus, ja? Weil im Endeffekt ist IT auch ersetzbar. Und macht euch natürlich auch ein Stück weit unabhängiger und flexibler. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und dann, wie gesagt, wir haben über die Standorte geredet. Ja, ich glaube, das gilt für alle deutschen oder europäischen Anbieter, dass wir in Europa und nach deutschem Recht entsprechend arbeiten. Ja, das gibt auch ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Voraussetzung, was wir an Zertifizierungen liefern müssen. Und wenn man es dann konkreter nimmt für IONOS, ist es so, dass wir wirklich sehr gut zertifiziert sind. Ja, das heißt klar, die ISO-Zertifizierungen, wir haben den IT-Grundschutz. Wir sind gerade dabei, die C5-Zertifizierung zu machen. Ja. Ist auch ein Mammutprojekt und mir wurde es jetzt auch erst in den letzten Wochen bewusst, was das eigentlich bedeutet. Ja. Weil man meint, ja okay, dann werden halt irgendwie die Rechenzentren zertifiziert und die Prozesse. Aber das geht wirklich so weit rein, dass, sag ich mal, auch das tägliche Arbeiten bei den Mitarbeitern entsprechend qualifiziert wird. Ja. Konkretes Beispiel, ich meine, wir haben eine IT-Flotte, die auf Windows-Basis basiert, in der Regel, ja, wie viele IT-Unternehmen. Aber dann gibt es natürlich ein paar Berufsgruppen, also vornehmlich Marketing oder kreative Leute, die dann halt auch mal ein paar MacBooks haben, ja, die, sag ich mal, außerhalb der normalen Flotte sich bewegen. Ja, und dann sagt halt diese Zertifizierung, ja, sorry, aber die paar MacBooks, die ihr da habt, die müssen auch komplett über die Flotte gewartet werden und müssen da rein. Ja. Und jetzt werden halt alle MacBooks da entsprechend auch an die interne IT so richtig angeschlossen und gemanagt. Und es geht wirklich so tief rein, das denkt man gar nicht. Also da steckt wirklich tausende von Stunden an Analyse und Arbeit rein und braucht man aber. Ja, das heißt, wenn man im Public Sector und in regulierten Märkten sich etablieren will, muss man diese Zertifizierung erfüllen. Und da gibt es kein Wenn und Aber und den Weg gehen wir. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich der Wachstumsmarkt. Und dann, sage ich mal, USPs von IONOS ist zum einen natürlich unser bekannter Data Center Designer. Ja, der ja, wie gesagt, bei den ITlern, also von ITler für ITler sehr beliebt ist, ist eine grafische Oberfläche, wo man sehr einfach virtuelle Maschinen reinziehen kann und dann seine ganze Infrastruktur bauen kann mit Load Balancern, mit dem ganzen Network, mit Firewalling, ja, mit Managed Kubernetes, mit den Datenbanken, also alles relativ einfach per Drag and Drop installierbar und konfigurierbar. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit APIs, ja, also auch alles als Infrastructure as a Code möglich. Aber was, sag ich mal, auch, glaube ich, für euch als IT-Dienstleister sehr einfach ist, auch wenn man das voll automatisiert, könnt ihr bei dem Kunden den Data Center Designer aufmachen und ihm zeigen und veranschaulichen, wie seine Infrastruktur aussieht. Ja, das heißt, man sieht wirklich den Setup, die einzelnen Server, wie die mit dem Netzwerk miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das gibt dem Kunden dann auch das Gefühl, die Cloud greifbarer zu machen.
Ja, und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert, weil es gibt so Hemmnisse gegen die Cloud, so, keine Ahnung, steht beim anderen, ich kann das nicht greifen. Ja, und ich glaube, allein dieser Data Center Designer, der visualisiert, wie die Infrastruktur aufgebaut ist, und dann kannst du auch dem Kunden mal einen Screenshot sehen und sagen, guck mal, so sieht es aus. Ja, und dann kann er auch irgendwie was damit anfangen. Und das sind manchmal auch einfach so psychologische Effekte. Und dann natürlich das ganze Thema Channel bzw. Partnerbetreuung, Kundenbetreuung. Ich würde auch sagen, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also zum einen natürlich mit dem Channel-Team, aber das Ganze noch umrundet mit den Account-Sales-Teams, die wir für die einzelnen Märkte haben, die wir dann kundensituativ dann auch noch dazu holen. Ja, das heißt, natürlich macht ihr für uns den Vertrieb und beratet den Kunden, aber weißt ja selber, da gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, hey, möchte auch mal mit dem Hersteller sprechen, dann möchte man das mal angucken. Also auch da bringen wir natürlich unsere Account-Manager mit rein. Wir dürfen jederzeit sehr gerne Kunden auch zu uns einladen. Also jeder, der dann mal bei uns in Karlsruhe hinterm Hauptbahnhof war und dann mal auf der 11. Etage gesessen ist und sagt, okay, gut, ist ein solides Unternehmen. Ja, also das hat schon seinen Zweck hier. Das gibt ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Ja, dass das, und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man sich gegen lokale Wettbewerber battelt. Aber es ist ja nicht nur so die Hyperscaler, sondern es gibt ja auch viele kleine Cloud-Anbieter, Co-Locator, die da draußen unterwegs sind. Und was wir halt momentan auch sehr stark sehen, ist eine Konsolidierung des Marktes. Klar, also sobald Märkte reif werden, konsolidiert sich es immer weiter. Und da müsst natürlich ihr als IT-Haus und, sag ich mal, eure Kunden, wenn die dann entscheiden, zu welchem Cloud-Anbieter gehe ich, muss ich auch die Sicherheit haben, gibt es den morgen noch oder gibt es den in 10 Jahren noch. Ja? Und ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt, ja, dass es uns da noch gibt und dass wir langfristig dann entsprechend auch eine Relevanz am Markt haben. Und das muss vielleicht bei dem einen oder anderen kleineren halt natürlich auch in Frage stellen. Ja? Weil wie gesagt, Konsolidierung ist da, sehen wir, passiert ganz schnell. Und da wirst du logischerweise auch nicht bei einem Anbieter sein, der dann irgendwie geschluckt wird und dann irgendwie strategisch sich Ausrichtungen ändert und dann kriegst du deine Services nicht mehr oder die Preise nicht mehr. Und das sind all die Dinge, die da ja zusammenspielen. Ne? Ja, das hast natürlich schon ganz schön viele Punkte aufgeworfen. Ich möchte kurz auf einen eingehen, vor allen Dingen der Punkt von IT-Land für IT. Ja. Das kann ich dir aus IT-Haus-Sicht bestätigen. Das ist auch das, was wir von den Kunden hören, weil du hast eben die Hyperscaler angesprochen. Da konsumierst du ja oft keine IT, sondern du konsumierst Services. Correct. Man konsumiert T-Shirts, Sizes, Pakete, muss ich vorher anschauen, was könnte ungefähr auf meine Anforderungen passen. Nicht, wie kann ich die Umgebung nach meinen Wünschen bauen, sondern was ist nachher das, was annähernd an meine Anforderungen heranreicht. Habe ich bestimmte Lizenzen vielleicht schon in meinem Paket drin oder nicht? Muss ich irgendwas zusätzlich lizenzieren? Das macht eine Jonas ganz anders, ne? Weil ich da einfach sehr, sehr granular meine Umgebung aufbauen kann. Correct. Ich kann meine Lizenzen mitbringen, kann Lizenzen aber auch vor Ort buchen. Es wird taggenau abgerechnet und das macht es uns als Dienstleister extrem leicht, eigene Services drauf zu bauen. Aber auch der Kunde kann im Zweifel mit seinem bestehenden Know-how, wir hatten eben das Thema War for Talents, damit relativ schnell starten. Sowohl kommerziell als auch vom technischen Know-how habe ich einen sehr, sehr einfachen Einstieg und kann meine Umgebung und oder einzelne Services relativ schnell auf Janus abbilden. Ja. Ja. Ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht ein Punkt, weil du auch dieses Thema nochmal von ITler für ITler angesprochen hast. Ja. Wenn man, sag ich mal, in den Kundenstamm einer IONOS reinschaut, ja, ist naheliegend, dass ein Großteil unserer bisherigen Kunden logischerweise aus dem Softwareentwicklungsumfeld kommen. Ja, weil die natürlich cloud-nativ unterwegs sind und die Einfachheit der Cloud gesehen haben und da dann logischerweise ihre Applikationen drauf entwickelt haben und dann entsprechend die IONOS als Basis für ihre eigenen Services und ihre eigenen Produkte nutzen. Also ein sehr, sehr starker Anteil an ISV-Kunden, die wir da haben. Ja. Und dann ist natürlich das Thema, wir müssen natürlich wachsen, ja, und wir müssen andere Märkte, andere Bereiche adressieren. Und wenn wir den normalen Mittelständler adressieren wollen, ja, der entwickelt in der Regel keine Software. Ja. Der hat natürlich seine IT-Abteilung und wieder Thema Fachkräftemangel, ja, auch limitiert möglich. Und da ist halt einfach der Punkt, dass wir halt den Channel und euch als Systemhäuser halt auch brauchen, ja, weil wir selber diese Mehrwerte und die Dienstleistungen für den Endkunden ja gar nicht erbringen können. Ja, also es gibt wenige Kunden, die da eine ausreichend qualifizierte und große IT-Abteilung haben, um dann auf unsere Services aufzusetzen und ihre Software alles selber zu deployen und laufen zu lassen. Gibt's natürlich, ja, aber es ist nicht die Regel. Ja. Und ich glaube, je kleiner der Kunde wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er über die Ressourcen verfügt. Und deshalb ist halt wichtig, dass wir über Partner arbeiten, die diese Lücke schließen, ja, und die uns helfen, in diesen Bereichen zu arbeiten. Ja. Und da spielt ihr eine ganz große Rolle, klar. Das ist auch so ein deutsches Phänomen. Ne? Das, ja. das
wir sind lange genug im IT-Markt unterwegs, wir kennen das. Deutschland ist da so eine eigene Hochburg, die sehr, sehr partnerzentrisch denkt. Wenn man mit den Amis spricht, die verstehen das gar nicht. Nee, die verstehen es nicht. Nee. Deshalb bin ich auch froh, bei einem Deutschen zu arbeiten. Sehr cool. Tim, du hast eben das Thema öffentliche Auftraggeber, die ja mit Sicherheit A, einen hohen Digitalisierungsdruck haben, B, in den letzten Jahren natürlich ganz, ganz großer auch im Fokus standen durch Pandemie und Co., weil sie da einfach sehr, sehr viel nachholen mussten, davor noch sehr, sehr stark lokal gearbeitet haben. Ein zweites großes Thema in den letzten 3 Jahren war für uns ganz, ganz klar KZG und die damit verbundenen Krankenhäuser und oder angeschlossenen Unternehmen. Und auch da seid ihr ja durch eure zahlreichen Zertifizierungen stark unterwegs. Kritis ist für euch ein Riesenthema, oder? Klar. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, ich habe schon gesagt, Public Sector ist ein absoluter Sweet Spot. Ne? Natürlich bedingt auch durch Corona. Und jetzt natürlich die Not, Fachverfahren auch zu digitalisieren. Ne? Da passiert sehr viel. Wir haben da, glaube ich, echt zum einen natürlich auch einen sehr guten Job gemacht, um uns da zu positionieren. Und gerade als die Themen dann hochkamen während der Corona-Zeit, waren wir dann halt bei einigen sehr, sehr wichtigen und mittlerweile starken Referenzprojekten halt mit vorne dabei, ja, und das hilft uns jetzt natürlich, da davon zu profitieren. Also unter anderem, weil du es auch angesprochen hast, ja, also wir stellen die Schulcloud zusammen mit einem Partner für 5 Bundesländer. Da sind mittlerweile in der Summe, glaube ich, 5 Millionen Schüler drauf, irgendwie mit 4.500 Schulen, also wirklich eine abartige Apparatur. Ja, und das sind natürlich die Referenzprojekte, die man dann halt auch braucht, ja, um dann natürlich auch Folgegeschäft und sich ins Spiel zu bringen. Und dann gibt es, sage ich mal, auch eine Alternative zu einem Kollaborationstool von einem namenhaften amerikanischen Hersteller in Eigenentwicklung für die öffentliche Verwaltung. Ja, das heißt, dass man da auch, sag ich mal, ein E-Mail-Kollaborations-Dokumenten-Sharing-Tool und alles eigenentwickelt auf Open Source, basiert bei uns auf der Cloud, ja, um da eine Alternative für den öffentlichen Sektor zu bieten. Und da sind mittlerweile, glaube ich, auch über 500.000 User drauf, die dann entsprechend mit diesen Tools arbeiten. Ja, und das sind, wie gesagt, diese Referenzprojekte, die man da dann hat und die da treiben. Und man merkt jetzt halt, ja, dass sämtliche Ausschreibungen, die jetzt jüngst auch rauskommen, dass die offen werden Richtung Cloud, ja, und dass Cloud angeboten werden muss und dann auch ganz klar definiert ist, es muss in Deutschland sein und idealerweise aus Deutschland raus und mit bestimmten Zertifikaten, so wie du es auch gesagt hast, ja. Und wenn du diese Zertifizierung halt nicht erfüllen kannst, bist halt raus, ja, weil das ist ein Pflichtkriterium und da arbeiten wir sehr stark dran und hilft, ja, also es ist... Aber ich bin froh, dass es in die Richtung geht, weil die Nutzung von Cloud ist ja ein ganz, ganz klarer Mehrwert, weil Cloud ist für mich auch immer nicht nur ein Produkt, sondern auch ein Prozess und mit der Nutzung von Cloud-Tools oder der Verlagerung von Workloads in die Cloud kann ich A, natürlich auch dem Fachkräftemangel ein klein wenig entgegenwirken, B, kann ich von Skalierbarkeit, sauberer Abrechenbarkeit und Co. profitieren. Ja. Und viele Unternehmen, die das in den letzten Jahren nicht gemacht haben, hatten da einfach immer so eine schwere Kugel am Bein und haben sich das Leben selber schwer gemacht und können dann auch dem Wachstumsdruck oder dem Digitalisierungsdruck irgendwann gar nicht mehr standhalten. Ja. Das Schöne für mich ist, wir haben sehr, sehr hohe Anforderungen in Deutschland für die öffentliche Hand, für Kritis, aber der Mittelstand profitiert nachher davon. Ne? Ob es jetzt der kleine Soho oder SMB ist, den du eben nanntest, der Mittelstand bis zum Enterprise-Kunden, all die profitieren von den Überlegungen, die wir uns vorher bei wesentlich kritischeren Unternehmen gemacht haben, weil ihr entwickelt ja die Lösungen und oder die Zertifizierungen nicht exklusiv nur für diesen Markt, sondern die stehen an allen Kunden zur Verfügung. Also Kritis ist nochmal ein wichtiger Punkt, klar, ein bisschen Kritis. Ja? Und viele reden immer von Kritis-Zertifizierung, aber es ist ja so, das ist ja nicht eine Zertifizierung, die du machen musst, sondern du wirst ja als kritische Infrastruktur eingestuft und definiert und musst es dann entsprechend auch dem BSI melden. Ja. Bei uns ist es ganz klar, ja, weil also, wenn ich richtig informiert bin, bedeutet Kritis, dass du eine Infrastruktur für mindestens 500.000 Anwender oder User liefern musst. Ja. Und da sind wir als IONOS natürlich deutlich drüber. Ja, das heißt, wir verwalten 22 Millionen Domains. Also unvorstellbar, was passieren würde, wenn unsere Rechenzentren abschmieren würden. Ja, das heißt, da wären sehr, sehr viele Webseiten nicht erreichbar. Und ich glaube, allein schon Webseiten sind ein kritisches Thema. Dazu kommen unzählige Millionen von E-Mail-Postfächern. Ja, dann die ganzen, sag ich mal, Telefonanlagen, die bei uns gehostet werden oder andere Dinge. Ja, das ist, da würde, sag ich mal, ein Großteil der Kommunikation zusammenbrechen. Und dann ist ja so, wie gesagt, also Schulcloud, Verwaltungs
Apparate. Ja, also da würde sehr, sehr viel zusammenbrechen. Von dem her sind wir natürlich als einer der größten Hoster ganz klar als Kritis einsortiert und das relativ weit oben in der Rangfolge. Und was für mich so auch nicht bewusst war, bis wir mal einen Audit bei uns auch in den Rechenzentren gemacht haben, was das ja auch bedeutet. Und ich meine, in der Vergangenheit war das unvorstellbar, dass irgendwie mal Öl oder Energie oder sonst irgendwas knapp werden würde. Ja. Hat uns, sage ich mal, dieser Ukraine-Konflikt auch eines Besseren belehrt. Ja. Und was passiert, wenn da mal der Strom ausfällt? Okay, dann springen die Notstromaggregate an. Gut, die Dieseltanks, die halten da mal vielleicht 1, 2, 3, 4 Tage. Aber was ist dann? Ja, da muss ja der Diesel nachgeliefert werden. Und das sind all die Dinge, die man sich ja da stellen muss. Ja. Und wenn du dann entsprechend relativ weit oben in der Hierarchie bist, bist du auch derjenige, der dann mit dem Diesel beliefert wird. Ja. Weil bringt ja dann auch nichts, wenn du irgendwie 2, 3 Tage überbrücken kannst. Ja. Ich meine, das sind alles Horrorszenarien. Ja. War in der Vergangenheit alles unvorstellbar. Aber sag ich mal, die Pandemie und auch der Ukraine-Konflikt hat uns gezeigt, dass wir, sag ich mal, eine gewisse Unabhängigkeit halt auch wahren müssen. Und wenn es dann wirklich zum Desasterfall kommt, ja, dass man da trotzdem noch einigermaßen am Leben erhalten kann. Klar, andere sagen dann, ja, wenn dann alles zusammenbricht und hast andere Sorgen, ist auch richtig, ja. Aber man muss halt trotzdem dann auch sicherstellen, dass Notzentralen funktionieren, ja, und dass, sag ich mal, Krankenhausinfrastrukturen gewahrt werden, also dass du wirklich da auch im Katastrophenfall ja unterwegs bist. Ja. Ich meine, das ist jetzt für ein produzierendes Gewerbe, okay, dann ist es halt mal für ein paar Tage zu, ja, aber da sind wirklich auch kritische Kunden drauf und deshalb ist auch richtig, nach diesen Kritis-Kriterien auch zu agieren. Ne? Ja, aber ich glaube, für den Endkunden ist es unglaublich wichtig zu wissen, dass das da passiert, dass er sich die Gedanken vielleicht gar nicht selber machen muss. Ja. Und dass wir hier den BSI als oberste Aufsichtsbehörde auch haben, der das nachher auch attestiert oder drüber schaut. Ja. Das ist ja gar nicht so ohne. Und was, glaube ich, auch ein Vorteil ist zu einem kleineren Anbieter, ja, aber ich will nicht immer nur über die Großen, sondern relevant ist, also ich meine auch die vielen Kleinen, die es da draußen gibt, die sind ja genauso relevant. Wenn man bei so einem großen Anbieter wie bei uns auch ist, ist auch dieses Thema Sicherheit oder DDoS-Attacken, ja, so ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ich meine, dadurch, dass wir natürlich eine sehr große Infrastruktur haben, haben wir logischerweise auch eine sehr starke DDoS-Protection und entsprechend SOC. Und da sorgen die Kollegen täglich dafür, dass da nichts passiert. Klar werden wir ständig angegriffen, das ist völlig normal. Ja. Und da kann auch mal sein, dass der ein oder andere Server von einem Kunden mal abgeschossen wird. Ja. Aber du musst ja dann als Infrastrukturanbieter sicherstellen, dass das andere Kunden nicht trifft, ja, und dass du den Traffic dann entsprechend halt auch routen kannst. Ja. Und alleine das ist, glaube ich, schon ein Kriterium, zu einem größeren zu gehen, weil wenn du irgendwie bei einem kleineren Betreiber bist und da wird irgendein Kunde in diesem RZ angegriffen und die legen dann halt die komplette Infrastruktur lahm, da bist du jetzt als Unbeteiligter bist auf einmal auch offline, ja, und das wirst du dann auch nicht haben. Also von dem her gibt es schon eine gewisse Sicherheit und ich glaube, vor allem in Deutschland spielt Sicherheit eine Rolle. Ja, und da ist es dann natürlich wichtig, auch den richtigen Anbieter zu wählen. Ich glaube, da habt ihr auch die richtige Wahl getroffen. Der Kollege sagt immer so schön, man muss heute aufpassen, es wird gar nicht mehr gezielt geschossen, sondern man schießt Korrekt. Mit der Schrotflinte ja. in den Wald und du musst halt aufpassen, dass du nicht derjenige bist, der getroffen Korrekt. Wird. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es gar nicht diese gezielten Angriffe Nein. sind, sondern so viel Turbulenz auch im IT-Security oder im Cyber-Angriffsmarkt mhm. ist, dass man im Zweifel einfach der Dumme sein kann Absolut, ja. und dann mit den Folgen leben muss. Und es ist natürlich schön, wenn man weiß, dass schon mal ein Großteil der Angriffe abgesichert ist und geschützt wird. Korrekt, ja. Heißt, erstmal, Jonas hat irgendwie so eine Sonderstellung. Ne? Wir haben gerade gesagt, wir haben die Großen mhm. und wir haben die Kleinen. Aber irgendwie, es gibt niemanden, der so professionell aufgestellt ist, wie ihr und trotzdem noch so mittelstandszentrisch denken kann. Also wenn ist du das, das, ist so das siehst, richtig zusammengefasst? Ich das super, ja. Ja? Also natürlich gibt es noch den einen oder anderen auch namenhaften Cloud- und Hosting-Provider in Europa, ist aber tatsächlich überschaubar. Ja, also in der Größenordnung gibt es nicht viele. Wir wollen aber nicht über Namen reden. Dann lass uns noch einmal darüber reden, was ihr nachher richtig macht, was wir im Partnernetzwerk richtig machen. Was ist das, was der Kunde nachher davon hat? Wir hatten das Thema Sicherheit und Schutz. Der Kunde profitiert davon, dass ihr eine gewisse Größe habt und auch all die relevanten Sicherheitsmechanismen und Zertifizierungen habt. Mhm. Der Kunde profitiert gleichzeitig davon, dass ihr IT-zentrisch denkt und einfach seid. Was noch? Was ist das aus deiner Sicht, was der Endkunde nachher von einer Partnerschaft mit IONOS und seinem Partnernetzwerk hat? Ich glaube, es ist wirklich das Zusammenspiel zwischen
uns als Infrastrukturdienstleister und euch als Trusted Advisor beim Endkunden. Ja, weil ich meine, euch gibt es jetzt auch seit 25 Jahren. Ihr habt da einen sehr, sehr guten Job gemacht in den letzten 2,5 Jahrzehnten. Ihr seid da sehr gut verbandelt mit euren Kunden. Ihr habt die in den letzten Jahrzehnten über die unterschiedlichen Phasen der IT durchgeführt. Ja, und wenn ihr jetzt zum Kunden rausgeht und sagt, okay, wir haben euch jetzt die letzten 20 Jahre on-prem und das hat alles funktioniert und es gibt Argumente und in eurer Situation macht es Sinn, Richtung Cloud zu gehen und denkt mal drüber nach, dann wird das beim Kunden Gehör finden. Ja, weil ihr den langfristig beratet, weil ihr wisst, was ihr tut, weil ihr entsprechend die Mitarbeiter auch habt und qualifiziert seid. Und das können wir als Infrastrukturanbieter ja gar nicht leisten. Mhm. Also, ja, unsere Aufgabe ist, eine solide Infrastruktur zu bieten und Cloud-Services. Und wie gesagt, es gibt natürlich immer ISV-Kunden, die gehen halt einfach bei uns auf die Webseite, machen sich einen Account auf und können damit arbeiten. Das deckt aber nicht das komplette Bild im Markt. Mhm. Ja. Das heißt, das Potenzial, das im Markt steckt, das wir über Partner wie euch erreichen können, ist um Vielfaches höher, wie die direkt auf die Idee kommen, auf unsere Webseite zu gehen und einen Cloud-Service zu buchen. Ja. Muss man auch ein bisschen differenzieren, über was wir reden. Ja, das heißt, wenn wir hier über unser Domain- und Webhosting-Angebot reden, ja, das, sag ich mal, hochgradig automatisiert, das einfach zu konsumieren ist, das den Tante-Emma-Laden oder dem Handwerker eine Webseite bietet, mit all dem drum und dran, was man braucht, ist wieder ein anderes Thema wie komplexe IT. Ja, weil wenn er darüber nachdenkt, seine IT zu modernisieren, wenn neue ERP-Systeme braucht, ja, das Ganze mit Firewalls und Sicherheit und vielleicht noch eine Cloud-Telefonieanlage und, also alles, was man da so braucht, ja, das machst du in der Regel nicht alleine. Ja, und da brauchst du halt einen Partner, der da auf der Reise mit dabei ist und da spielt dir eine entscheidende Rolle. Das können wir nicht leisten. Ne? Klingt wie das Beste aus zwei Welten. So ist es. Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Hm. Wir haben jetzt stark zurückgeschaut, wir haben uns die letzten 3 Jahre angeschaut, wir haben über Ukraine und Corona gesprochen, was das für eine Auswirkung hatte. Was wird uns die nächsten 3 oder 5 Jahre beschäftigen? Ich glaube, gerade in aller Munde ist das Thema KI. Mhm. Als ChatGPT 4.0 gelauncht wurde, wurde es so als iPhone-Moment der ja. KI genannt. IT-Security, jeden Tag neue Meldungen, sowohl über Kunden, die Angriffe erleiden müssen, als auch ja. über ein neues IT-Security-Startup. Was denkst du, was sind die Themen der nächsten 3 bis 5 Jahre, die uns und unsere Kunden beschäftigen werden? Ja, also es ist definitiv die beiden von dir genannten, also ganz vorne KI, ja, und ich glaube, da reden wir gleich ein bisschen länger drüber. Es ist auch das Thema immer noch Personalmangel, mhm. das wird nicht weggehen. Ja, also auch der Bedarf an IT-Fachkräften wird immer stärker, immer mehr. Klar wird KI da helfen, hilft heute schon. Ja, also man kann KI mittlerweile echt hervorragend nutzen, um Dinge in der Softwareentwicklung auch zu automatisieren, ja, und Übersetzungen von einer Programmiersprache in die andere. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel schon automatisieren heute. Und natürlich geht auch alles so Richtung Infrastructure as a Code und Serverless und was weiß ich was. Ja, also das ist definitiv der Trend. Es nimmt aber, also die Spezialisierung nimmt zu. Ja, das heißt, sag ich mal, diese Turnschuh-Administratoren, ohne dass man das irgendwie abwertend betiteln möchte, ja, der Bedarf wird abnehmen. Ja, und man muss jetzt, und das ist, sage ich mal, die Krux oder die Herausforderung, die jetzt auch, glaube ich, viele Systemhäuser haben, zu sagen, hey, ich habe in der Vergangenheit ja, meine On-Prem-Installation gemacht, habe das hier alles administriert, habe meine Backups gefahren und. Das ändert sich alles, ja, weil das, sag ich mal, IT-Infrastruktur ist Commodity geworden, die kannst du buchen online, zack, bumm, flexible Bezahlsysteme, alles on demand, Pay-Per-Use, wie auch immer man die Modelle nennt, ja, das ist da. Und als IT-Dienstleister musst du dich jetzt darauf fokussieren, Mehrwerte zu schaffen. Ja. Das heißt, du brauchst höher qualifiziertere ITler, wie das, was man in der Vergangenheit hatte. Und ich glaube, da habt ihr einen ganz großen Auftrag, entsprechend auch das Personal, das ihr habt, zu schulen, weiterzuentwickeln. Und da hilft natürlich, zum einen natürlich die Cloud selber hilft, um Ressourcen frei zu bekommen, also nicht freizusetzen im Sinne von entlassen, ja, sondern frei zu bekommen für entsprechend Projektarbeit, für Entwicklung, für Optimierung, für Automatisierung. Also da hilft es heute und es ist ja auch nicht neu, also es hilft ja schon seit längerem. Ja, also da geht es deutlich, deutlich stärker voran und dann ganz klar, wie gesagt, KI wird sehr viel automatisieren in den Arbeitsabläufen selber, also nicht nur in der IT, sondern auch im Büro, im Marketing, in allen Funktionen. Ne? Und ich meine, jetzt kann ich spoilern, ich habe die komplette Vorbereitung für den
IT-Talk hier mit dir, habe ich komplett über ChatGPT gemacht. Also ich habe von dir die Fragen bekommen, habe die da einfach blöd reingehackt, habe die Antworten rauskopiert und gesagt, so, lese ich mir einfach einmal durch und bin jetzt vorbereitet. Ja. Klingt blöd, funktioniert. Ja. Oder ich habe auch mal einfach ein bisschen rumgespielt und ich glaube, das tun momentan alle, ja, um zu gucken, wie kann ich mich optimieren. Und da gibt es ganz einfache Beispiele. So hier, ich brauche eine Stellenbeschreibung. Ja, und ich schreibe einfach rein, schreibe mir eine Stellenbeschreibung für einen Mitarbeiter, der folgenden Job und keine Ahnung. Und ich kriege da halt schon wirklich ein sehr gutes Ergebnis, mit dem man arbeiten kann. Und ich glaube, so ist es wirklich in vielen Bereichen. Also wird auch aktiv genutzt, auch bei uns, hausintern schon. Ja, also wie gesagt, für die Entwicklung im Support. Ja. Dann habe ich gestern mit einem Partner gesprochen auf einer Veranstaltung. Das ist ein sehr impulsiver Mensch. Ja. Und seine E-Mails klingen anders, als wenn er redet. Ja, also er ist deutlich schärfer in den E-Mails. Er hat gesagt, ja, jetzt ist es mittlerweile angewohnt, seine E-Mails zu schreiben und noch einmal durch ChatGPT durchzulassen mit der Bitte, das ein bisschen höflicher zu formulieren und bekommt da halt auch eine ganz andere Kommunikation mit seinem Kunden hin. Ja. Und das sind, glaube ich, so kleine Kniffe, ja, die uns im Alltag enorm helfen. Und es ist schon dieser iPhone-Moment, so wie du sagst. Ja. Und es ist kein Hype, auf gar keinen Fall, also glaube ich nicht. Das wird bleiben und es wird stärker und es ist abartig, was mit KI alles möglich ist. Und ich persönlich sehe das gar nicht als Bedrohung. Das ist auch so die Diskussion, ist eine Bedrohung oder nicht. Ich sehe es wirklich als technologischen Fortschritt und es wird uns allen das Leben einfacher machen. Bedeutet aber natürlich auch eine gewisse Herausforderung, was natürlich Datenschutz und Sicherheit angeht. Also das ist, sag ich mal, die Challenge, die wir natürlich alle miteinander haben, dass es nicht irgendwie für Missuse oder Ungunst genutzt wird. Das ist da die Challenge. Unglaublich spannendes Thema und sehr, sehr spannend zu sehen, dass das so gut geklappt hat in deiner Vorbereitung. Ich höre das tatsächlich in letzter Zeit öfter. Mhm. Auch der Trick mit den E-Mails ist klasse. Und wenn es ja hilft, dieser Person dann erfolgreicher und effizienter zu sein, check. Ich glaube, wir müssen aufpassen, das hilft auch vielen Scammern, passendere Mails zu schreiben. Die klassische Mail vom nigerianischen Prinzen wird morgen vielleicht auch ein klein bisschen eloquenter klingen. Oh, ja. Und ich bin gespannt auf die ersten Tools, die sowas automatisch erkennen können und dann darauf hinweisen. Aber ich höre bei dir ganz klar raus, KI ist keine Bedrohung. KI hilft uns, effizienter zu werden. KI hilft uns, mit den Anforderungen klarzukommen und vielleicht auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und mit Sicherheit, effizienter und sicherer zu werden. Also es ist keine Angst, deinen Job morgen wegen der besser werdenden KI zu verlieren. Nein, habe ich nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es wird uns echt beflügeln. Es wird, ich bin überzeugt davon, es ist eine exponentielle Effizienzsteigerung. Ja, ich glaube, wenn man, und ich habe ein Video gesehen, und man kann ja darüber reden, über Microsoft und Copilot und wie sie das alles implementieren wollen, wo ich dieses noch Werbevideo gesehen habe. Ich dachte, geil, will ich sofort. Ja, also hier mit kurzen Befehlen und E-Mails und rüber und PowerPoint und Excel und machen wir das und jenes. Ja. Wenn ich überlege, wie viele Stunden man verbringt, irgendwelche Slides zu bauen oder Excel-Tabellen zu analysieren oder aufzuhübschen. Ja. Und das ist Wahnsinn. Also der Automatisierungslevel, der wird enorm. Ja, und das wird uns allen helfen. Ja, weil das Einzige, was wir alle nicht haben, ist Zeit. Ja, das sieht man immer wieder. Also man könnte viel mehr machen, wenn man mehr Zeit hätte. Und ich glaube, mit solchen kleinen Helferlein kann man sich sehr viel Zeit kaufen. Gibt es schon Pläne oder eine fertige API, um das für den Data Center Designer zu nutzen? Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Ja, also was wir uns natürlich anschauen, wie gesagt, wir sind in diversen Gremien, auch hier mit Gaia X, und wir entwickeln da natürlich auch in die Richtung. Wo wir uns natürlich optimieren, ist, wie gesagt, selber in der eigenen Entwicklung. Das sind Dinge, interne Prozesse, was wir uns natürlich auch anschauen und was, glaube ich, relativ schnell auch kommen wird, ist, man ist ein Lowbrainer, wir haben Website-Builder, ja, wo man entsprechend Webseiten bauen kann und da so kleine Module reinzuschreiben, die dann auch automatisiert Content noch bereitstellen und. Ja, das sind Dinge, die kommen da ruckzuck, ja, das ist ziemlich, ziemlich klar. Und für die Cloud selber, wie gesagt, arbeiten wir sehr stark auch mit Partnern zusammen, ja, die da entsprechend auch auf Big Data und Analytics und KI, ja, und da gibt es sehr viele Kooperationen und Dinge, die wir tun. Inwieweit wird es als IONOS selber noch als Service, das zeigt die Zukunft. Ja, wichtig ist ja, dass man da Schritt hält, dass man sich die Themen anguckt, dass man es ernst nimmt, dass man diesen Zug nicht abfahren sieht, ohne aufgesprungen zu sein. Ja, und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und da passiert viel. Aber habe ich jetzt was für dich auf der Roadmap, würde ich jetzt nicht spoilern. Unser Arbeitsminister hat gesagt, 2035 wird es keinen Job mehr geben, der ohne KI klarkommt.
Ich würde fast sagen, bei uns in der IT wird es keinen Job mehr geben, der in 2 Jahren ohne KI auskommt. Wenn es nicht vielleicht sogar noch zu weit, oder ja. Ich glaube, vielleicht sogar schon früher, weil man sieht halt einfach den Mehrwert. Ja, und man hat es wirklich explosionsartig gesehen. Und ich habe gestern eine Statistik gesehen, es gibt immer diese Statistiken, wie lange haben welche Tools oder Unternehmen gebraucht, um wie viele Millionen User zu bekommen. Mhm. Ja, und ich glaube, was war die Grenze? 50 oder 100 Millionen? Ich weiß gar nicht, was die User-Grenze war. Und dann waren halt diese ganzen Facebooks, Instagrams, was weiß ich was. Und ChatGTP hatte sich mal den gleichen Wert innerhalb von 2 Monaten geschafft. Also das zeigt schon mal, das ist das Potenzial und den Need. Ja, und das ist in aller Munde und jeder wird, glaube ich, seinen Weg finden. Und ich glaube, wenn es jetzt darum geht, entsprechend auch diese ganzen Plugins zu entwickeln, ja, um das dann wirklich auch, sag ich mal, kommerziell zu gestalten. Ja. Wenn du dann anfängst, irgendwie deine Reise damit zu planen, sagen, ich möchte einen Roadtrip machen, einmal quer durch Europa, ja, und lass das einmal von ChatGTP durchplanen, optimale Route und gib dem noch, was ich alles so sehen will, ja, und hast ein Plugin zum Reisebüro und das bucht das alles, das Potenzial ist Wahnsinn, ja, und ich glaube, das ist erkannt, ja, und das sehen viele und es ist spannend, ja. Ja, sind wir ein klein bisschen abgedriftet, ja. Das ist einfach ein mega spannendes Thema. Aber ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass man all diese Themen, die seit Jahren als Hype-Themen, als It-Themen begriffen werden und auch ein exponentielles Wachstum haben, absolut, dass man die nicht alleine sehen darf. Ne? Das Cloud-Business hängt mit Automatisierung, Prozessänderung, dann jetzt akzeleriert durch KI zusammen. Das ganze Thema hat natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss auf IT-Security. Und am Ende, wenn wir es richtig machen, schaffen wir es auch da, die richtigen Mehrwerte von den Fachkräftemangel rauszuholen. Absolut. Wir müssen halt die richtigen Leute ausbilden, um mit den Herausforderungen der Zukunft dann auch klarzukommen. Ja. Tim, das war ein super Austausch. Ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal ein Follow-up machen und dann einfach zurückblicken und sagen, ob unsere Ideen, unsere Prognosen richtig waren. Und danke dir erstmal, dass du heute da warst, mit mir ein klein bisschen den Ausblick auf den Unterschied zwischen Hyperscalern und Mittelstandscloud gewagt hast. Ja. Und viel Erfolg beim weiteren Wachstum. Euch auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald. Danke dir. Danke dir, Marc. Hyperscaler, Superscaler und Mittelstandscloud IONOS. Das habe ich heute gelernt. Ich hoffe, Sie nehmen ebenfalls genauso viel mit wie ich heute nach dem Videopodcast. Und wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns natürlich über Ihre Kontaktaufnahme. Alle Infos dazu finden Sie wie immer in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.